Welle 4 bei Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Willkommen zurück und es geht los. Ja, im Apfelcup oder wie er heißt, ne? Mit der brandneuen Strecke der Ausfahrt Amsterdam. Ich habe mir die Strecke nicht genau angeguckt, habe sie noch nicht bisher befahren. Los geht's. Ja. Ihr wisst es, ihr kennt es. Wir schauen uns erstmal an, wie die Strecke ist und haben deswegen jetzt auch kein Thema. Und einen kurzen Part. Aber dafür kommt der andere Part auch heute. Würde ich sagen, ne? Dass wir die neuen Strecken mal gesehen haben. Ist das eine Abschnittsstrecke oder sind das übliche drei Runden? Vermutlich verändern sich die drei Runden wieder, ne? Das hat sich bei den Stadtstrecken so ein bisschen etabliert. Weil die kommen aus Mario Kart Tour, ne? Wir wollen ja die Fakten nicht verheimlichen. Kann mich nicht erinnern. Oh ja. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte vieles erwartet. Aber nicht, dass wir jetzt unter Wasser gehen. Bomben. Oh, what the fuck. Dann fliegt die Bombe auch hier. Ja, Amsterdam ist ja auch sehr, sehr, das geht mir ganz genauso, Tobi, das. Amsterdam hat ja auch viel Wasser, ne? Das ist true. Faszinierend. Ich finde, wir sehen auch relativ wenig Wasserstrecken in letzter Zeit. Ist das eine gelungene Abwechslung? I think so. Ja, kennt ihr noch jemand von den Smartphone-Varianten? Mal gucken, was diesmal passiert. Oft ist es die dritte Runde, die sich gänzlich unterscheidet. Hier scheinen alle drei Runden anderes. Ja, ja, die unterscheiden sich. Ein bisschen wie Venedig, ne? Mit diesen Booten. Auf der Wasseroberfläche und so. Ich denke schon. Hier die Strecken blind auszuerkunden. Oh, guck mal, hier viele Blumen. Ein bisschen. Die Blumen sehen jetzt nicht so, ich sag mal, 2023 aus, aber die Masse macht's. Masse statt das. Ein bisschen der Animal Crossing-Effekt. Oh, was sind das hier für Kurven? Jede Runde ist sehr individuell. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Strecke. Ganz ehrlich. Da will man nicht klagen, so. Nicht Top-Tier, aber schon ordentlich. Wir fahren in einer Gruppe beim Timmy, dem Gamer Napgear, im Stream, wie gewohnt. Ich weiß nicht, wann die vierte Welle die neuen Strecken in die globale Online-Rennen zur Auswahl stehen werden. Wisst ihr das? Dann schreibt es in die Kommentare. Wir wählen immer die neuesten Strecken und es funktioniert hervorragend. Mit unseren, ja, jetzt neun Leuten beim Timmy. Ja, hervorragend, das ragt hervor. Flussuferpark, eine GBA-Strecke. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt, wir hatten es schon mal angesprochen. Ich finde es sehr schön, dass GBA-Strecken umgemünzt werden, weil sie haben zwar vom Setting und von der Idee existierten sie bereits, aber die unterscheiden sich halt stark von GBA auf Mario Kart 8. Ich wollte schon Wii U sagen, es ist ja... Ja, und Birdo spielen wir. Über die Fahrerauswahl reden wir dann im Part 52. Ne? Da machen wir mal ein Fass auf und gucken, wer sollte noch rein und wer nicht. Ja, das war ein bisschen zu scharf abgebogen. Das war Absicht. Das kann man wirklich gut nutzen, wenn man da irgendein Power-Up hat. Übers Gras. Aber hier die laufenden Piranha-Pflanzen, die dürfte es damals auch noch nicht gegeben haben. Die kennt man aus New Super Mario Bros. Wii. Tauchten die überhaupt irgendwo anders auf, die laufenden Piranha-Pflanzen? Mit den New Super Mario Bros. Teilen, da tue ich mich ja auch schwer zu unterscheiden, was war wo. Weil ich möchte ja am Stück durchholzen, jeden Samstag auf Twitch. Bin noch beim DS-Teil. Na, vermutlich nächsten Samstag. Meister, natürlich zu 100%. Ja, der Soundtrack kommt mir bekannt vor. Wenn ich das sagen darf. So, was halte ich denn von der Strecke? Ich meine, die interessanten GBA-Strecken damals schon, so, fand ich tatsächlich das Käseland, das war irgendwie faszinierend, und auch die Ribbon Road mit den Geschenken, und die wurden ja auch schon direkt umgesetzt. Was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber hier diese Wüste mit dem Canyon, wo dann auch Sonnenuntergang, irgendwas mit Sunset heißt es doch. Diese Sunset Beach, nee, Beach nicht. Ne, und da sind diese Tippies, diese Zelte im Weg. Das mag ich allerdings.
Und die gibt's auch schon in Mario Kart Tour. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die GBA-Strecke Sunset Wilds, ne? Wilds, Sunset Wilds. Ich glaube, ich komme drauf. Die würde ich mir noch wünschen. Und die Chancen stehen sehr hoch, dass die auch noch kommt. Aber wir sind schon bei Welle 4 von 6. Ist euch das bewusst? Ist euch das klar? Ja, der ewige vierte, ne? Forever, würde ich sagen. An für sich eine gute Strecke, so, will ich gar nichts sagen, aber ein bisschen langweiliger. Man ist ja schon verwöhnt, weil die drei Strecken, ich habe jetzt keinen gravierenden Unterschied gesehen. Also Mittelmaß, würde ich sagen. Ist jetzt keine Strecke, für die ich sterben würde. Aber vielleicht würde ich sterben für die Donkey Kong Schikane. Na, wen haben wir denn da? Was für ein faules Ei. Hat einer nicht aufgepasst. Egal. Nichtsdestotrotz. Donkey Kong Schikane aus Mario Kart Wii. Gab's die schon mal? Ich glaube, die wird zum ersten Mal reused, ne? Höchste Zeit. Die mag ich. Und vor allen Dingen gibt's ja neuerdings auch wieder die Stunts. Oh, nee. Ha, da hat man die Luft angehalten. Es gibt ja die Stunts. Im Blätterwald in Welle 3 hat man es ja auch schon wieder gesehen. Da kommt man ebenfalls hoch. War Backtank? Backtank, Mensch. Aufpassen. Na gut, wenn man dazu stößt, weiß man vielleicht nicht, wo man reingekommen ist. Guckt euch das Publikum an, oben links. Die 2D-Sprites. Ja, die Texturen, ne? Ich sag, ne? Es ist schon so, dass die Strecken von 2014 da mindestens mithalten können. Aber wir genießen jetzt, ne? Der Aufstieg sieht auch ein bisschen anders aus. So Kanonen waren ja auch ein Ding. In Double Dash und Wii. Und ich bin irgendwie ein großer Fan von der Donkey Kong Schikane. Aber das aus einem bestimmten Grund. Nicht etwa wegen diesen Hügeln. Wie sieht es denn mit der Abkürzung aus? Ja und nein. Also wie damals, ne? Du musst es schon schaffen. Du musst es schon schaffen. Setz mich Lakitu nach vorne. Ah, das sieht nicht so aus, als würde das von. Es war in Mario Kart wie anders, ne? Ist ja nicht dieselbe Engine. Ach! Ja, das dachte ich mir schon. Also, man hat es ja im Blätterwald noch nicht so richtig ausgereizt. Dieses Feature. Und das scheint hier nicht so geil zu funktionieren, wie es in Mario Kart wie üblich war. Ich habe ja vor 2-3 Jahren nochmal Mario Kart Wii Let's Played und ihr wisst, was ich meine. Ich versuche es hier nochmal. Einfach so ganz schnell. Nee. Geht nicht so. Dass man nochmal ganz schnell da den Rand entlang büßt. Vielleicht auch bewusst so gewollt von Nintendo. Meinen Schutz geklaut. Aber ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut mit den Halfpipes und den Shy Guys, die da ein bisschen snowboarden und ja, dem Schnee, den musst du ausweichen, weil du wirst ja langsamer, ne? Oh, Baby. Mach schon. Mann! Ich habe versucht, nach rechts zu drücken, aber es hat nicht sollen sein. Wurde mit weggebumst. Keine großen Überraschungen bei Donkey Kong Schikane. Ich freue mich trotzdem, dass sie dabei ist. Erst mal ausgesprochen. Wild, dass mich bis jetzt in diesem Cup Amsterdam am meisten überzeugt. Aber wir haben auch eine vierte. Aber es ist kein Reinfall dabei, finde ich. Ah ja, jetzt habe ich natürlich... Ne. Und man konnte... So richtig episch im Schwung, im Flug. Da die Kurve nehmen in der Luft. Wenn man quasi hochgesprungen ist in der Luft und dann kam diese Kurve, ist man trotzdem auf der Spur geblieben. Statt irgendwie, wie es physikalisch richtig wäre, total auszubrechen und in die Kurve zu brettern. Das fand ich auch immer nice, aber das war jetzt auch nicht der Fall. Egal, dann müssen wir uns ein bisschen normaler fahren auf der Donkey Kong Schikane, scheint mir angebracht. Was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare damit. So, und jetzt gibt's noch Yoshi's Island. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Die Strecke, die schon angeteasert wurde. Man hat schon einige Screenshots und Ecken gesehen.
Allerdings, oh, Backtank macht's jetzt richtig, sauber. Allerdings bin ich gespannt, wie das aussieht. Wir wissen nicht mal, ob es eine Abschnittsstrecke ist oder drei Runden, ob die Runden sich unterscheiden. Das gehört ja schon zum guten Ton. Also wenn irgendwann ein neues Mario Kart kommt, Mario Kart 9, dann gehe ich fest davon aus, keine Runde wird wie die andere sein. Das dürfte die große Neuerung sein, dass ein bisschen wilder wird, dass es nicht einfach nur Runde für Runde geht, sondern, weiß ich nicht, vielleicht das komplette Rundensystem über Bord geworfen wird. So, das kann schon, boah, sieht das beeindruckend aus. Das Schnuffel, Kettenhunde und ganz viele Yoshis. Wobei, ich sehe nur hellblau. Ich sehe nur hellblau. Vielleicht noch ein bisschen den Soundtrack wippen lassen. Guck mal hier auf Stelzen, die Shy Guys. Yoshi's Island ist so ein schönes Spiel. Ich habe ein wunderbares Let's Play dazu, ne? Zur SNES-Variante. Und es ist auch sehr anspruchsvoll, wenn man die 100% haben möchte. Ich mag das. Da die wir kommen ins Eisland. Klar, wir gehen ja hoch, ne? Je höher du auf der Insel steigst, desto kälter wird's. Und ganz oben gibt's ein bisschen Vulkan. Oh, ja. So, da fragen wir nicht weiter. Ja, die Himmelswelt. Und natürlich die Blargs. Wasserblarg auf dem Cover drauf, ne? Auf dem Cover. Richtig episch. Habt ihr das Plakat gesehen? Da war ein Bild von Yoshi und Baby Mario. Ich glaube, das war sogar ein Artwork aus Yoshi's Island DS, was ich auch Let's Played habe. Guck mal, da waren diese anderen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber die du auch als Eier benutzen kannst. Als Munition. Als Eier benutzen ist ja eigentlich. Ach, war ein schönes Spiel. Ja, und die Leute fragen sich natürlich, warum, ne? Warum, Nintendo? Gibt es das jetzt? Ich würde sagen, es muss keinen speziellen Grund dafür geben. Fährt einer falsch rum? Was soll das denn? Ah, hier muss ich mal die... Die Fragezeichen. Die muss ich unbedingt... Jetzt hat es einer getan. Das ist ein bisschen cooler. Und da gibt es da Blumen am Ende zu sammeln. Das müssen wir uns angucken. Das muss um jeden Preis getan werden in der letzten Runde. Ist mir total Wumpe, ob man da meine Platzierung... Ich will das Feature zeigen. Um jeden. Oh, jetzt... vielleicht fahren, kommen wir da gar nicht vorbei, oder? Ich weiß es nicht. Okay, die dritte Runde ist ein bisschen anders. Die ersten zwei... Sind sie, oder bin ich... Vielleicht bin ich brutal. Ich hatte auch schon spekuliert, ob diese Fragezeichenwolken aus Yoshi's Island hier die Itemboxen darstellen. Das wäre natürlich auch lustig gewesen. Dem ist aber nicht so. Ah, ich habe die wirklich eingesammelt. Und dann öffnet sich dieser Weg. Ah, das ist Ziel aus Yoshi. Das ist Ziel gewesen, wie schön. Ja, liebevoll. Was wäre denn... Wie cool! Oh Mann! Wir brauchen ein richtiges neues Yoshi's Island, ne? Nicht weiter den Weg gehen, ne? Woolly World war noch gut, aber dann Crafted World war auch gutes Spiel, so. Aber es hat sich weiter von Yoshi's Island entfernt, finde ich. Und... Ja, welche Strecke hat mir am besten... Ich würde sagen, Yoshi hat mir am besten gefallen, gefolgt von Amsterdam. Dann die Donkey Kong-Schikane und der Riverside Park, Flussuferpark waren dann etwas unspektakulärer, aber trotzdem sehr gut. Also Platz 3 Donkey Kong-Schikane und Platz 4 Dingenskirchen, ne? Der Flussuferpark. Aber trotzdem alle vier eine Bereicherung. Ja, schreibt eure Meinung zu den neuen Strecken des Apfelcups. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, wie der heißt. In die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Der Timmy startet schon. Kommt noch heute der nächste Part mit dem anderen Cup. Bis dann und ciao!